Hallo zusammen. Ich bekam von Bosch den Universalhammer 18, also einen 18 Volt Akku Bohrhammer zur Verfügung gestellt und den möchte ich euch heute auch gern mal zeigen. Und nicht nur hier in der Verpackung oder aus der Verpackung entnehmen, sondern auch dementsprechend im Einsatz, damit wir mal sehen, was kann der denn überhaupt. In der Verpackung selber integriert oder enthalten sind folgende Sachen. Okay, ich habe einen Quick Start Guide. Vielleicht ganz praktisch für die, die wo schnell die Funktionen des Gerätes kennenlernen möchten. Ganz wichtiges Thema: 3 Jahre Garantie. Meldet das Gerät, wenn ihr sowas kauft, auf der myBosch-Seite an, dann bekommt ihr 1 Jahr verlängerte Garantie. Dann habt ihr dementsprechend die Betriebsanleitung für den Hammer selber und auch fürs Netzteil. So, was ist noch mit drin? Ich habe hier ein Netzteil, ein AL30, ja, also ein 1830 und ein 2,5 Ampere Stunden Akku ist mit enthalten, sowie auch ein 4 Ampere Stunden Akku. Es ist ein Bohrfutter mit drin, bei dem Bohrfutter selber, das ist eine SDS Plus Aufnahme und somit wissen wir auch gleich, was der Hammer für eine Aufnahme hat, also verwendet SDS Plus. Dem entsprechenden Schlüssel für das Bohrfutter und auch einen, ich habe hier mal so einen Tiefenanschlag. Der Tiefenanschlag lässt sich relativ einfach an dem Hammer arretieren und in der Tiefe dann individuell einstellen. Und dann das Wichtigste natürlich, der Hammer selber. Der 4 Ampere-Stunden-Akku ist mit dran und macht einen sehr soliden, aber auch einen relativ wuchtigen Eindruck. Wiegt mit dem 4 Ampere-Stunden-Akku zusammen 2,7 Kilo und das ist schon recht ordentlich. Ja. Hier haben wir einen 16 mm Bohrer. Sowas, Werkzeug, also sprich Bohrer und so weiter, sind in der Verpackung nicht enthalten. Ne? Und dieser Bohrer lässt sich ja relativ leicht arretieren. 16 mm kann er in Beton. Ja. Und wenn man in Holz bohrt, kann er anscheinend bis 25 mm und in Stahl kann er bis 13 mm bohren. Ja. Die Geschwindigkeit vom Futter, also ich habe auch hier vom Handgriff her eine stufenlose Geschwindigkeitsregelung. Ja, stufenlose Geschichte. Ich kann umschalten zwischen Rechts-Links-Lauf, ne, und relativ einfach, schnell. Das ist sehr, sehr gut machbar. Ich habe hier die verschiedenen Einstellungen für den Hammer, und zwar die erste hier vorne, reines Bohren. Ja. Die zweite ist dann schon das Thema Bohren und Schlagen, also Hammern. Das Hammern macht er mit 5400 Beats per Minute. Also das ist ein pneumatisches Schlagwerk, was der Bohrhammer hat. Und macht er dann bis 16 mm in Beton. Ja. Schon erwähnt, ist recht ordentlich. Ich habe dann noch die zusätzliche Funktion, das ist die letzte hier, dass ich quasi mit dem auch entsprechend meißeln kann. Also mit dem normalen Meißeln, eine Feststellfunktion. Das heißt, das Futter dreht sich nicht mehr, sondern das Futter bleibt stehen. Und ich kann damit dann meißeln. In der vorletzten Stellung kann ich den Meißel, wenn ich den Meißel drin habe, wenn ich den quasi dort reinmache, kann ich den verdrehen und somit dann in der letzten Stellung, zum selber gucken, dann auch arretieren. Also sprich, ich kann in jede Stellung bringen, damit ich quasi ergonomisch irgendwo arbeiten kann. Ja, und somit kann ich den immer arretieren und wieder in eine andere Position verstellen. Sehr praktische Geschichte. Und wir werden das alles testen. Schauen wir mal, was er kann. Zusätzlich hat er, ihr seht es hier, ein Licht. Ich hoffe, man sieht es so. Ja, dieses Licht, was er quasi hat, scheint jetzt hier in diesem Fall direkt auf den vorderen Griff. Ich müsste den jetzt vom Prinzip verstellen, damit ich ein Licht an meinem Schlagpunkt habe. Auch das wird man noch einmal genauer betrachten. Ich habe hier unten eine Akkuanzeige, die wohl kurz erscheint, sobald ich das Gerät in Betrieb nehme. Und mehr ist es gar nicht. Ja. Also in der Verpackung selber sind, glaube ich, im Original der 4 Ampere-Stunden-Akku enthalten.
Nur der 2,5 Ampere-Stunden Akku, der ist meines Wissens nicht mit drin. Wobei, ihr seht es hier, der hier auch in diese Verpackung sehr, sehr gut mit reinpasst. Ne? Und auch dieser Griff lässt sich ja relativ leicht verstellen. Ne? Und vielleicht auch noch dazu, dieser Anschlag, ne? Dieser Anschlag, auch dieser lässt sich relativ schnell auf die Länge, die ich benötige, arretieren und einstellen. Praktisch. Ich bin gespannt, was er kann. Macht auf jeden Fall so einen sehr, sehr guten Eindruck. Sehr wertig, sehr fest, sehr, sehr, sehr handlich, sehr, fasst sich sehr gut an. Auch der Griff hier selber hier vorne, hier hinten, sauber gummiert. Wir werden sehen. Ne? In diesem Sinne, jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Wir stellen auf Bohren und Hammern. Ihr seht, das Ding, das geht wirklich durch wie Butter. Ich belaste den Bohrer überhaupt nicht, die Bohrmaschine, den Bohrhammer. Ich halte ihn einfach nur fest und lasse ihn seine Arbeit machen. Das Schlagwerk, das pneumatische, macht alles von alleine. Durch die Vibrationen verstellt sich das leicht. Also das schiebt sich tatsächlich nach hinten. Der Abstand hier vorne wird immer mehr. Also man muss darauf achten. Und schauen wir mal, was er mit dem größeren Bohrer macht. Ich habe jetzt hier einen 20er. Laut Bosch 16 mm in Beton, 20 mm, was macht er da? Auch das macht er anstandslos. Aber wir wollten ja testen, wie viele Löcher macht er mit dem 10er. Also die Batterieanzeige blinkt. Langsames Blinken mit einem Licht bedeutet Akku leer. 0-15% Ladung. Mit einer Akkuladung könnt ihr dann so circa 35 Löcher mit dem 10er Steinbohrer bohren. In einer Tiefe von circa 50 mm. So, versuchen wir das mal mit. Holz Schlangenbohrer. Ab hier ist Schluss. Eins. Dann gucken wir mal.
Akkuschrauberschaft ist im ersten Gang gerade so. Der Universalhammer dagegen schafft es anhand der Reibung vom Schlangenbohrer dann halt leider doch nicht. Ich habe hier einen 50er Forstnerbohrer. Gegenüber dem Schlangenbohrer schafft er den 50 mm Forstner ohne größere Probleme. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal in Stahl. Da kann er ja anscheinend auch bis 13 mm. Und das schauen wir uns mal an. So, mit 5. Das ging recht gut. Das ist ein 13er. Hier merkte man jetzt durch leichtes Verkanten von dem Bohrer, dass dann die Rutschkupplung einsetzt bzw. der Bohrer dann auch aufhört sich zu drehen und das Gerät abschält. Das ist sehr gut, da dadurch das Handgelenk auf jeden Fall geschont wird. Als Fazit kann man sagen, dass der Universalhammer 18 seine Stärke im Bohren hat. Und zwar im Bohren von Mauerwerk, Beton, Stein in der Richtung. Da fühlt er sich zu Hause.
Und genau dafür ist er gemacht. Schwächen hingegen hat er meiner Meinung nach beim Meißeln allgemein. Für kleinere Aufgaben ist er da auf jeden Fall geeignet. Bei größeren Vorhaben nutzt man dann ein entsprechendes anderes Gerät. Natürlich kann man mit dem Universalhammer auch in Holz oder Metall bohren. Genauso funktioniert auch das Einschrauben von Schrauben, wenn man einen entsprechenden Bitaufsatz hat oder den Bitaufsatz in das Zahngrenzbohrfutter einspannt. Das funktioniert alles, doch so richtig zu Hause fühlt er sich beim Hammerbohren und das ist wirklich seine Stärke. Für den ambitionierten Heimwerker ist es auf jeden Fall das richtige Gerät und er setzt hier in der gleichen Leistungsklasse seine kabelgebundenen Kollegen. Wir sind am Ende und daher nochmals vielen Dank an Bosch, dass sie mir den Universalhammer zur Verfügung gestellt haben. Und auch danke an dich, dass du den Test hier dir angeschaut hast. Ciao.